Ja, ich habe ein richtig tolles Geschenk bekommen, und zwar diese LED-Lenser P7 mit vier unterschiedlichen Lichtfarben, und zwar vom Reinhard S. aus Niederösterreich. Danke, lieber Reine, für dieses Geschenk. Der Reine freut sich sehr drüber. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reine Rostmann vom Survival Shop Problemskund. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Lampe, und ja, ich habe die als Geschenk bekommen. Auf einmal war die da, auf einmal habe ich die gekriegt, und natürlich freut mich das. Was kann die Lampe? Also natürlich eine LED-Linse, das heißt qualitativ top. Da gibt es mal überhaupt nichts zum Sudern, wie man sagt. Ein rotes, ein grünes, ein blaues und ein weißes Licht und natürlich auch wiederum Retour. Es ist so, dass diese Lampe vorne einen Diffuser hat. Das heißt, ich habe auch probiert, ob man das irgendwie runterkriegt. Also das ist fix, das ist so eingebaut. Und man kann sich dadurch auch nicht fokussieren, was man ja bei LED-Linse immer wieder mal gewöhnt ist. Das geht nicht. So. Aber sie hat jetzt, ich schalte jetzt mal auf das weiße Licht, drei unterschiedliche Leuchtstärken. Und zwar das da, das sollen ungefähr 220 Lumen sein. Dann schalte ich aus mit einem Klick, nächster Klick, dann habe ich den Energiesparmodus, den kleinen. Wir gehen dann nachher auch raus und schauen uns das konkret an. Und wenn ich dann noch einmal drücke, dann macht so blink, 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 aber so als Notsignal, also kein Strobe. Zumindest habe ich das nicht zusammengebracht, irgendein an Stroboskop durch lang draufdrücken. Aber für das ist das auch nicht gemacht, denn diese Lampe ist meiner persönlichen Auffassung nach etwas für Jäger, für Fischer oder für all jene, die zum Beispiel im Nahbereich mit dem Rotlicht ja, die Nachtsichtfähigkeit aufrechterhalten wollen. Ich habe da vor kurzem ein Video gemacht, Link gebe ich da dazu, einer sehr günstigen Kopflampe, die auch Rotlichtfunktionalität hat, und das ist hier gegeben. So, was ich bei der Lampe gut finde ist, und das kann ich gleich einmal dazu sagen, dass unabhängig einmal davon, dass der Betrieb mit vier AAA, also AAA-Batterien möglich ist, ist etwas, das ist gut, das ist okay, ich stehe auch auf Akkus, aber das ist ein anderes Thema. Was gut ist, ist, du kannst immer in diesen Rotlichtbereich kommen. Ja, also wenn du ausschaltest, bist du wieder in diesem Rotlichtbereich, weil das über den Lampenkopf einzustellen ist. Und das ist praktisch, denn nichts hasse ich mehr, speziell bei einer Lampe, bei so einer hochwertigen Lampe. Auch wenn ich es nicht selber zahlt habe, aber die, ich meine, ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich habe es nicht selber zahlt, aber es würde mich am Nerv gehen, wenn das dann nicht funktioniert. Bei einer 10-Euro-Lampe ist das was anderes, aber bei der hier schaut das anders aus. Ich gebe dir übrigens den Link unten auf Amazon, schau dir das an, was die kostet. Und zwar, jetzt kommen wir auf den Punkt, wenn ich einschalte und ausschalte, und dann ist nicht mehr rot, sondern dann muss man so weiß durchdrücken, sich wieder durchdrücken in diesen Rotbereich, so wie es oft bei Kopflampen der Fall ist. Das hasse ich wie die Pest, denn wenn ich Rotlicht eingeschalten habe, dann will ich auch Rotlicht. Und das ist einmal alles sehr, sehr fein. Sehr robust, ist ja Holster dabei und alles drumherum. Aber jetzt gehen wir mal aus und leuchten ein bisschen in die Gegend. Ja, dann schauen wir uns gleich einmal an, wie die Leuchtkraft ausschaut. Ich meine, das sind jetzt Weißlicht 220 Lumen. Es gibt stärkere Lampen, es gibt schwächere Lampen. Ich finde, dass das absolut okay ist, für den Bereich rundherum auszuleuchten. Alles ist total okay. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen, natürlich auch Besseres, aber das ist auch nicht der Punkt. Ich glaube, das geht bei der Lampe nicht. Jetzt schalten wir um auf den Blaubereich. Das ist für die Jäger interessant, die nach Schweiß, also nach Blut suchen. Das heißt, Tier ist angeschweißt, angeschossen sozusagen, und die Blutspur zu suchen. Das Blaulicht macht das möglich. Grünes Licht hier auch wiederum mit den 220 Lumen. Das soll zur Tierbeobachtung interessant sein. Kann ich nicht genau sagen, ob das so ist, habe ich noch nicht ausprobiert, weiß ich nicht. Und dann eben unser Rotlicht, das ist eh ganz klar, um die Nachtsichtfähigkeit aufrechtzuerhalten. So, jetzt schalten wir wieder um auf Weißlicht. So, das ist volles Lumen-Teil. So, dann schalten wir um auf ja, Minilicht sozusagen, auf den Sparmodus. Du siehst, da ist es jetzt schon deutlich weniger, reicht aber noch immer aus, um hier im Nahbereich, ich schätze dich ein bisschen um, ja, da, um trotz alledem alles gut auszuleuchten. Also das ist mehr als ausreichend, weil ich auch mir einige Sachen in so Lampenforen durchgelesen habe, die dann meinen, naja, das ist zu schwach und so. Das liegt immer im Auge des Betrachters und was man machen will. Also ich für meinen Bereich, in dem Outdoor-Bereich, wo ich bin, ist das ausreichend und ja, gut. So, und auch wenn ich jetzt wieder umschalte in das blaue Licht oder das grüne oder eben das rote Licht, das ist einfach top und das gefällt mir
irrsinnig gut. Was ich an der Lampe wirklich gern mag, ist jetzt nicht das Blinklicht, sondern dass das Rotlicht auch wirklich, ob das jetzt 220 Lumen sind oder nicht, das ist mir jetzt aber auch wurscht, aber das Rotlicht, das fetzt wirklich, also da kann man auch wirklich in die Distanz schauen. Häufig ist es ja so, dass das Rotlicht gerade einmal reicht, um in den Nahbereich auszuleuchten, aber da kann ich auch wirklich auf die Suche gehen und was nachschauen und schauen, wie geht es dort weiter oder ist dort irgendwas und wieder ausschalten und behalte meine Nachtsichtfähigkeit. Also ich finde insgesamt eine gelungene und durchaus brauchbare Lampe. Ja, was ist noch das Fazit zu dieser Lampe? Also für jemanden, der zum Beispiel Fischer ist, also Angler, Jäger, oder wenn es dir darum geht, dass du deine Nachtsichtfähigkeit zum Beispiel durch das hier, durch dieses Rotlicht aufrechterhalten willst, aber trotz alledem an sehr, sehr guten Ausleuchtung haben willst, dann ist das absolut okay. Also ja, in diesem Bereich. Ich glaube auch, dass es tatsächlich für Naturbeobachtung, für Jagd, für Fischerei gedacht ist. Übrigens, wenn du auf Petriheil oder Weidmannsheil stehst, gebe ich da auch unten den Link. Wir haben in unserem Waldleiberl-Shop auch T-Shirts für Jäger und Fischer. Aber das ist einfach so nebenbei. Schau dir das an unten. Ich finde die Lampe toll. Der Reini sagt herzlichen Dank. Ich werde die ganz ausgiebig testen und jetzt die wir mit mir führen, denn besonders das Rotlicht, das kann ich ganz besonders gut brauchen. Danke dafür. Ja, ich sag danke auch an dich fürs Zuschauen. Mag dich um einen Kommentar bitten, wie du das siehst. Hast du diese Lampe? Hast du den Einsatz? Was ist da deine Meinung dazu? Sagst du eher, ja, die 220 Lumen sind ausreichend oder nein, ich brauche 4 Millionen Lumen, damit ich glücklich bin? Schreib mal einen Kommentar, das wäre nett. Daumen nach oben oder nach unten. Link zum Produkt findest du unten. Auch zu den dazugehörigen Jäger- und Fischer-T-Shirts. Ich sag's ein zweites Mal, billige Werbung, ich gebe es zu. Aber wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.